dabei war, ist quasi in der Maslow-Pyramide. Also diese Bedürfnispyramide. Das scheint auch dieser Punkt zu sein. Deswegen finde ich das Ikigai zum Beschreiben ganz gut. Das sind so Kreise beim Ikigai-Zusammenhang. Das ist einmal ist quasi Herz und Liebe. Das ist auch die Weisheit, ist so ein Kreis. Und dann gibt es noch zwei Nebenkreise, die erkläre ich nicht, aber den Kreis, womit man Geld verdienen kann. Und dann gibt es eine Schnittmenge. Ja. Und diese Schnittmenge ist wirklich in der Realität, glaube ich, sehr, sehr klein. Ja. Und das ist das, wo alle Religionen auch dann, wo alles dran zerschellt. Ja. Das ist quasi dieses Öffnen dieses unbewertenden Raums, wo man eigentlich gut hinkommt in der Meditation. Da muss ich dann, das hatten wir schon mal, irgendwann zu einer Abstraktion kommen, wenn ich aufs Klo gehen will. Da muss ich meine Umwelt abstrahieren, also muss ich quasi reduzieren auf das, was ich verstehen kann, muss bewerten, muss mindestens sagen, ich merke, ich muss aufs Klo und da ist das WC. Also ich muss dann quasi aus diesem allumfassenden raus. Aus der Leere. Aus der Leere, ja. Also weg von der Fahnenstange. Ja, ja. Den Schritt gehen, ja. Unbedingt, ja. Die Form auch. Ja. Das Problem ist nur, wenn ich Geld verdienen will, dann wird das ganz schnell so eng, dass die Weisheit ganz weit weg ist. Ja. Und dann kommen auch viele Mechanismen dazu, dass, also wenn man das jetzt auf die professionelle Richtung dieser Weisheitslehren, also Religion bezieht, dann wird einem auch klar, was da passiert. Also ich muss als Abt zum Beispiel trotzdem dafür sorgen, dass meine Mönche oder als Äbtissin meine Nonnen trotzdem noch versorgt werden. Und dann bin ich auf einmal in so einem Mischmasch von Beziehungsgeflecht und Macht und hast du nicht gesehen. Und das führt zu extremer Verzerrung. Ja. Und diese Diskrepanz zwischen dem allumfassende Liebe, ne, das ist so ein Zwischenstadium quasi, das man erreichen kann beim Rumsitzen, und der Diskrepanz, ich muss trotzdem arbeiten, um mein Geld zu verdienen. Ne. Da gibt es eine harte Trennung. Und das übereinzubringen, ist ungeheuer. Glaube ich nicht ganz mit der harten Trennung. Weil es heißt ja so, ich habe es natürlich auch nicht so wirklich erlebt. Ne? Mhm. Form ist Leere, Leere ist Form. Also es gehört schon zusammen. Auch dieses sozusagen aus dieser, also in dieser Leere zu bleiben, ist halt, da lebt man ja eigentlich nicht. Da bist du zwar in einem, ne? Also in einer Einheit, aber letztendlich. Es ist doch auch wichtig, aus dieser Einheit auch agieren zu können und nicht so nur, also die da ewig in der Meditation, irgendwie, die sind für mich dann auch ein bisschen stehen geblieben. Ja. Nee, das ist ja das, was wir hier auf der Wiese vorher machen. Ne? Also für mich ist quasi, man kann in so einem Retreat zum Beispiel, kann man sehr, sehr tief kommen in sich und mein Ansatz war quasi zu sagen, das reicht mir nicht, weil die Diskrepanz zwischen Alltag und dem Sitzen auf dem Kissen wird mir zu groß. Ich möchte so ein Zwischending entwickeln, in dem ich aufmerksam mich bewege, bei mir bleibe und vielleicht diese hohe Aufmerksamkeit, weil es ist auch Leistungsfähigkeit und es ist eine höhere Anwesenheit im Leben, die möchte ich gerne kultivieren im Alltag. Ja? Also quasi das wirklich dahin zu tragen, dass es nicht eine immer größere Diskrepanz wird, mich zum Beispiel flüchte auf mein Meditationskissen. Es gibt ja solche Leute, die sowas machen oder die sogar sagen, nein, meine Meditation hat definitiv gar nichts mit meinem Alltag zu tun. Und das ist, finde ich, auch wieder zu krass. Also mir geht es wirklich darum, diese Erfahrung aus der Meditation in den Alltag zu kultivieren. Und das war eigentlich das Thema für heute. Ihr wollt ja wieder nur 5 Minuten, das reicht nicht. Also dieses Thema ist definitiv wert, mehrfach angegangen zu werden. Wir hatten das, gestern hatten wir das, Auro will. Mhm. Es gibt alternative Lebensgemeinschaften, die quasi die einen Schritt weiter gehen und das versuchen zu machen. Die haben aber genau das Problem, also sich selber dann zu finanzieren. Und Auro will war von der
von der nicht WHO, von der UNESCO, genau, wirklich in den 50ern ein Projekt in Südindien als Vorzeige, wie können alle Kulturen zusammenleben, als Erkenntnis aus dem letzten Weltkrieg. Ne? Also wie können Kulturen zusammen wachsen, multikulturell in einer Gemeinschaft leben und trotzdem dann in Richtung Weisheit gehen. Deswegen ist es immer noch gut, sich heute anzugucken. Jetzt habe ich so viel gequatscht. Ich hoffe, das kommt noch zur Ruhe in unserem Sitz. Aber das ist ich finde, das ist ein spannendes Thema, weil das hat viele harte Ecken, an denen man noch lernen muss. Und wenn man da weiterkommt, dann hat man auch sofort Erkenntnisse für sein Leben und kommt mit sich und seinem Leben besser klar. Deswegen, Meditation ist nicht nur la la la. Solche Themen gehören mit dazu. Lasst uns trotzdem versuchen. Es ist heute still. Am Sonnabend war laute Musik. Erst entspannen, in dem Sitzen einrichten, Gürtel lockern, all sowas. Boah, da hat sogar geknackt. Vom Groben zum Feinen. Immer noch nicht genug.
jetzt wieder die kurze Zeit, um diese merkwürdige Frage ins Nichts zu stellen. Wie liefen diese 20 Minuten? Wenn man auch damit enorm viel lernt. Fuß eingeschlafen. Halt, sag noch was. Gut. Ja. Nächsten Mittwoch kann ich nicht. Sag nicht sowas Negatives. Darauf die Woche auch nicht. Wo? Da sitzt ein Firmenlauf. Das ist von mehreren sozialen Einrichtungen. Ne? Nur mittwochs und dafür sonnabends noch? Mit sonnabends kann ich, ja, muss ich mal sehen, ob ich die Sachen bekomme. Letztes Mal konnte ich nicht. Okay. Aber vielleicht jetzt mal. So, Samstag. Machen wir trotzdem? Ich mache es bei minus 10 und bei plus 35 immer. Es sei denn, aber ich komme dann trotzdem, also selbst wenn der DWD sagt, das ist lebensbedrohlich mit abstürzenden Ästen und sowas, dann komme ich trotzdem und sammle die Leute noch ein. Aber also solange es nicht lebensbedrohlich ist, gibt es keine Entwarnung, findet immer statt. Ja, war sehr schön. Ja? Okay. Ich danke euch. Ich bin genau da gewesen, wo ich hingehöre. Echt? Ja. Das ist toll. Ja. Ja. Und das jetzt immer. Den ganzen endlos. Das ist eigentlich das Ziel, wirklich immer da zu sein, wo man gehört. Also wir sind jetzt zurückgefallen auf Sadhu. Also Sadhu kann man auch übersetzen als wunderbar. Wir haben das jetzt ein paar Mal probiert mit wunderbar, aber es hat drei Silben. Zusammen dreimal Sadhu mit Freude. Lass uns das mal probieren. Sadhu! 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 Nee, ich danke euch. Macht wirklich Spaß, zusammen rumzusitzen. Vielleicht bis Sonnabend. Ja. Und vielleicht bis irgendwann. Aber dann auf jeden Fall. Ich denke immer dran. Echt? Ja.